Jetzt, in der schönen Jahreszeit, gehen sie wieder auf die Reise. Die Nachfolger der Seiltänzer, der Bärenführer und der kleinen Wanderzirkusse. Die mobilen Rummelplätze. Sie bringen einen Hauch von Wurstelbraten in das kleinste Dorf. Mit Eisenbahnzügen oder mit Tiefladern wandern sie von Volksfest zu Volksfest. Eingeladen von Kameradschaftsverbänden oder vom Roten Kreuz. Eine Welt der Attraktionen besucht eine Welt ohne Attraktionen. Mit Ringelspielen, Geisterbahnen und Autodroms kämpfen die Schausteller um die Gunst des Publikums. Ich bin jetzt im 53. Lebensjahr und ich bin auf der Reise geboren. Ne? Und vorher sind meine Eltern gefahren. Und seit Kriegsende, seit ich zurückgekommen bin von der Front, mache ich jetzt selbst das Ganze, ne? Den ganzen Betrieb. Und ich muss sagen, wir sind irgendwie ein Partie zusammen, was wirklich einmalig klappt und wo wir in ganz Österreich und auch im Ausland einen guten Anklang finden. Schließlich hat es doch aufgehellt. Auf dem Firmament und in den Herzen der Schausteller. In solchen Augenblicken wird es leichter, die guten Seiten dieser Branche zu erkennen. Man lernt viele Leute kennen. Ne? Also Bücher genauso wie anständige Leute. Und Bücher vom Bürgermeister angefangen bis zum Präsidenten. Ne? Hofft man auch mal, wie es oft kommen. Ne? Ja, es ist immer was anderes. Ne? Es ist immer was Neues. Ne? Einmal ringt es, einmal schneibt es. Ne? Das ist teilweise schön, man kann nicht mehr weggehen. Das ist wie Sucht ist das. Man kann nicht mehr weggehen. Je älter man ist und das, man kann das gar nicht aufgeben. Wissen Sie, einem geht etwas ab. Und ich, was ich gesehen habe, die Elternleute, wenn halt die dann wieder auf die Plätze, die leben direkt auf. Für die ist das die Heimat. Für die ist das, also, wenn die dann zu Hause müssen sein, das ist wie wenn man einen Vogel in den Käfig einsperrt und aus ist. Ich weiß das ganz genau. Alle, die unterwegs sein müssen, haben sich zu solchen Mini-Rummelplätzen zusammengeschlossen. In ganz Österreich gibt es rund ein halbes Dutzend solcher Amüsementgesellschaften, die unter der Devise stehen, vereint unterhalten, getrennt verdienen. Die Premierenbesucher kommen zögernd, aber sie kommen. Denn oft gibt es nur eine einzige Vorstellung und der nächste Tag gehört schon wieder einem anderen Publikum. Doch es sind nicht nur zahlende Gäste darunter. Der größere Teil sind finanzschwache Kinder und erwachsene Neugierige. Außer den Schaustellern kommen so alle auf ihre Rechnung. Ich habe schon oft antaxiert und habe mir gedacht, einmalig, da wird jetzt ein Geschäft bei meinem Spielgeschäft. Und gerade der war nichts. Und der andere, was er mir ausgeschaut hat, war einmalig. Einen großen Teil des Publikums bilden die kleinen Mädchen. Manche von ihnen wagen hier zum ersten Mal den Schritt von der Hauptschülerin zur Grande Dame. Die Sucht nach Amüsement und Abenteuer ebenso im Blut wie die Angst davor. Und eine leichte Beute für die Jüngeren unter den Unterhaltungskünstlern. Ah ja, man lernt viele Mädchen kennen. Also meine Frau habe ich in Jugoslawien kennengelernt. Ne? Bin mit mir unten war mit der oberösterreichischen Schausteller in Jugoslawien, ne? Und meine Frau kennengelernt. Das ist, wie soll ich sagen, man schaut sie an, lacht sie an, tut ein bisschen blinkeln mit den Augen und meilen sind sie da. Ein bisschen lauter Traum fahren wollen sie. Ne? Meistens sind halt in dem Alter, von, man kann es auch immer so sagen, von 15 weg bis 20, oft bis 25, 30 Jahre schon. Ne? Und die Schausteller? Da lassen sie heute noch fangen. Und die Schausteller haben ja Glück bei den Frauen. Ne? Ja, ja, schau, das ist, je nachdem, was einer für einen Charme hat. Wenn einer keinen Charme nicht hat, dann ist es vorbei. Und dann ist es soweit. Mit Sonnenuntergang geht die Sonne für die Schausteller auf. Die Kinder gehen schlafen und der Rummelplatz erwacht. Die Sommerwiesen verwandeln sich in ein lilliputanisches Las Vegas. Eine Kleinstadt aus Neonlicht und Glühbirnen. Unzerbrechliche Glas. Pass zu mir auf, geh zu mir auf die Seiten. Jetzt zeige ich das, pass auf. Einen Treffer, das unzerbrechliche. Gerne auf die Seiten bladern, nicht? Brauchst du ja nicht so zuberstehen mit der Bobergenossen, nicht? Du schaust mit dem so. Pass auf, das unzerbrechliche. Oh, ein
Schiffe, Reklamation, Reklamation. Und wollt ihr noch das nächste sehen? Dann zeigen wir es noch einmal gratis. Passt auf, schaut her. So wird's gemacht. Tu mal spülen, gib weg die Protzen. Und wer war das? Der Herr mit der Papageinossen? Sehr gut. Oh, der Herr mit Stadiongebiss. Auch nicht schlecht. Bitte sehr. Ein Glas gewonnen. Oder sammeln Sie die Treffer? Nein, nichts. So, und jetzt kommt's ein bisschen zuber. Kommt zuber ein bisschen. Also, junger Mann, kommen Sie mal her, schießen wir mal. Kommen Sie her, schießen wir mal was. Okay, probieren Sie es einmal. Hallo, der Herr mit der Schergemaschine. Zuber, komm her, komm her, komm, komm, mein Schatzel. Schieß da noch mal, Master. Alle guten Dinge sind drei, hau eine noch einmal. Geh, vielleicht hast du jetzt das mit der Phrase kriegen, was warst, bleibst du. So ein Trostpreis und so ein Spess auf mich, das kann man nicht machen, gell? Schatzi, steh dich nur zu, gell? So, spielst du auch mit jetzt da? Nein, du spielst nicht, warum? Hast du keinen Schilling mehr? Steh dich so zu, schau mal zu, vielleicht hast du morgen einen Schilling, dann kannst du mitspielen. Herr Inspektor A, entschuldigen, nicht? Ich hab ganz verschaut, wenn ich wo eine Kappe sehe. Grüße Gott, wie geht es? Danke, danke. Ist noch gegangen, dann war es herrlich, gell? Einmal, lass einmal einen Platz für meinen Herrn von Roten Kreuz. Was soll ich? Von Roten Kreuz spielen wir mal. So plötzlich, wie das Spiel begonnen hat, so plötzlich ist es zu Ende. Die jungen Damen gehen schlafen, die jungen Herren und die älteren Herrschaften machen sich auf den Weg. Und die Schausteller die Abrechnung. Und siehe, sie war gut. Wo fahren Sie jetzt hin? Ja, ich fahre nach Zissersdorf, nicht? Und wo die Ölmagnaten sind. Ich hoffe, dass ich einen erwischen tue. Die ganze Bude ankaufen tue. Dass ich dann auch unter die Millionäre gehe einmal. Wo ich so das Gehaben dazu habe, nicht? Noch ehe die letzten Gäste die Festwiese verlassen haben, beginnt der Abbruch des Unternehmens. Und am nächsten Morgen präsentieren sich die Sommerwiesen so, als wären sie nie etwas anderes gewesen als Sommerwiesen. Keine Kinderparadiese, keine erotischen Labors für Anfängerinnen, keine Illusionsmaschinen, kein Duft der großen weiten Welt.